Hallo und herzlich willkommen auf lyrelda.de. Wenn ihr dieses Video anschaut, habt ihr euch sicherlich mit den Aufgaben beschäftigt, den Aufgaben zur Umformen von Ebenen in Parameterform zu Ebenen, Darstellungsweisen, normalen Formen oder in Koordinatenformen. Nun, ich habe euch den Weg gezeigt, wie man das mit dem Kreuzprodukt macht. Ich werde euch keinen anderen Weg in diesen Muschellösungen aufzeigen, weil die anderen Wege einfach alle umständlich sind und viel zu lange dauern. Wir suchen also einen normalen Vektor im ersten Schritt, der senkrecht auf beiden Spannvektoren steht, der senkrecht auf 1, 2, 3 und senkrecht auf 2, 1, 1 steht. Nun, ich habe euch gezeigt, diesen Vektor bekommen wir, wenn wir das Kreuzprodukt dieser beiden Vektoren bilden. Das heißt, n ist gleich 1, 2, 3, Kreuz 2, 1, 1. Ich schreibe die Vektoren wieder ab, streiche die unterste und die oberste Zeile durch und bilde meine Kreuze. 2 mal 1, minus 3 mal 1. 3 mal 2, minus 1 mal 1. 1 mal 1, minus 2 mal 2. Nun, ausgerechnet gibt das minus 1, 5, minus 3. Nun soll ich aus diesem normalen Vektor noch meine Ebenen basteln. Naja, wir wissen, der normalen Darstellung, Ebene der normalen Darstellung, ist einfach der Vektor x minus ein Ortsvektor eines Punktes, der in der Ebene liegt. Dann nehme ich natürlich meinen Punkt 1, 0, 1, den Stützvektor der Parameterdarstellung. Und ich muss das Ganze multiplizieren mit dem normalen Vektor und es soll dabei 0 rauskommen. Wenn ich nun die Koordinatendarstellung haben möchte, kann ich einfach die Einträge des normalen Vektors abschreiben und nehme sie als Koeffizienten der Gleichung. Sprich, wir haben minus x1 plus 5x2 minus x3 mal x3 ist gleich, naja, ich muss einen Punkt nehmen, der sicher in der Ebene liegt und ihn einsetzen. Setzen wir einfach mal unseren Punkt 1, 0, 1 ein, der liegt hier auf jeden Fall in der Ebene. Dann steht hier minus 1 mal 1 plus 5 mal 0 minus 3 mal 1. Das heißt, minus x1 plus 5x2 minus 3x3 ist gleich 1 mal 1, also minus 1 und minus 3 geht zusammen minus 4. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Wir gehen wieder gleich vor. Wir bilden zuerst den normalen Vektor. N ist gleich 4, 0, 1. Spannvektor, Kreuz, Spannvektor, minus 1, 3, minus 2. Ich schreibe wieder die beiden Vektoren ab. 4, 0, minus 1, minus 1, 3, minus 2. Streiche die unterste und die oberste Zeile durch. Und nun bilde ich meine Kreuze 0 mal minus 2 minus minus 1 mal minus 3 mal 3 minus 1 mal minus 1 minus 4 mal minus 2. Passt bitte auf die Minus immer auf. Dann haben wir noch 4 mal 3 minus 0 mal minus 1. Naja, jetzt müssen wir aufpassen, was es gibt. 0 mal minus 2 gibt 0, minus 1 mal 3 gibt minus 3 und ein Minus davor gibt plus 3. Minus 1 mal minus 1 gibt 1, minus minus 8 gibt 9, 12 minus 0 gibt 12. Das heißt, unser normaler Vektor ist 3, 9 und 12. Jedes Vielfache dieses Vektors steht auch senkrecht auf diesen beiden und ist somit auch ein normalen Vektor. Deswegen nehme ich hier einfach einen, der schöner ist zum Rechnen, nenne ihn mal n Stern und sage einfach, ich teile diesen durch den Wert 3. 3 durch 3 gibt 1, 9 durch 3 gibt 3, 12 durch 3 gibt 4. Das heißt, auch der Vektor 1, 3, 4 steht senkrecht auf diesen beiden Vektoren. Wer es nicht glaubt, kann gerne das Skalarprodukt ausrechnen, wird sich
freuen, dass jedes Mal 0 rauskommt. So, wir gehen natürlich weiter und stellen die Ebenengleichungen auf. Das heißt, unsere normalen Darstellung der Ebene lautet x minus einen Punkt, der drauf liegt, also unser Stützvektor 1, 3, 2 von oben, mal den normalen Vektor 1, 3, 4 soll 0 sein. Und nun noch die Koordinatendarstellung. Ich nehme wieder die Vorfaktoren aus dem normalen Vektor x1 plus 3, x2 plus 4, x3 ist gleich. Ich setze wieder den Punkt 1, 3, 1 ein, dann steht hier einmal 1 plus 3 mal 3 plus 4 mal 2. So, das müssen wir noch ausrechnen. Einmal 1 gibt 1 plus 9 macht 10 plus 8 macht 18. Somit haben wir auch diese Darstellung erfolgreich ausgerechnet. Das heißt, auch x1 plus 3x2 plus 4x3 gleich 18 wäre eine Darstellung der Ebene. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Schaut euch öfters auf lyrelda.de rein. Tschüss.